Hallo, ihr Schnecken und solche, die es werden wollen. Wir sind wieder zurück in Shattered. Und wir haben Hadronit gefunden. Ganz viel, ein Ibon-Fragment, eine Achterbahn. Aber da sind wir noch nicht. Und eigentlich suche ich ja den Tempel des Sud oder so. Tempel der Sitra, genau. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ich schätze, Doktor, stehst du auf oder? Ja, du stehst auf. Okay, geh in dein Nest. Hat der Papa auch viel mehr Platz. Shane. Okay, hui. Okay, hier sind überall wieder Berge. Kann man sogar rauf, cool. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich in den Boden reinglitschen. Wir haben das letzte Mal noch unsere Waffe geupgradet. Ich mache jetzt insanen Damage. Nein. Wir machen insanen Damage. Auf jeden Fall sind wir sehr stark. Und ich würde gerne mir ein paar Feinde suchen, an denen ich das ausprobieren kann. Aber gleichzeitig möchte ich schon hier oben mal gucken. Da sehe ich da was, was man mitnehmen kann. Das ist bestimmt ein Kristall. Ah ne, stolzes Ätherfragment. Hier ist wieder ein Wald. Dieses Mal lasse ich mich nicht baiten. Dieses Mal laufe ich nicht einfach ins Wasser rein und ertrinke jämmerlich. Weil mir mein kleiner Begleiter sagt, ey, Alter, ich lieb Wasser. Und dann gehst du ins Wasser. Dann bist du weg. Aber schöner Wassersoundeffekt. Gehe ich trotzdem nicht hin. Gehe da weit außen rum. Irgendwo muss es aber einen Eingang geben in dieses weiße Gebäude. Ah, da. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Jo. War gar nicht so schwer. Hallo! Ach du Scheiße, der Damage! Ist egal, dass ich nicht mehr so schnell angreife. Wenn ich alles two-shotte, ist das egal. Okay. Wow, extremst viel Damage, ey. Richtig gut. Klonk. Klonk. Hallo? Was ist das? Sind das Klos? Ist das Gemeinschaftstoiletten? Hm. Wo man seinen Saft entladen kann? Dass das Wasser jetzt immer noch fließt hier im Gebäude, ist ein bisschen merkwürdig. Ah! Die Brutstätte. Nee, keine Ahnung, kann ich es kann ich nicht kaputt schlagen. Das ist Unzerstörbarium. Hier ist von der anderen Seite versiegelt. Sei gegrüßt! Macht das auch mehr Schaden jetzt? Ne? Ah, okay. Moment. So. Macht das mehr Schaden? Oh Gott. Nein. Wäre natürlich cool gewesen. Und wir haben das letzte Mal HP geskillt. Das heißt, wir sind jetzt auch noch sehr viel tankiger. Gut, da hinten sind noch ein paar Dudes. Alle keine Gefahr mehr, so wirklich. Jetzt, wo ich alles two-shotten kann, außer den da. War nur ein Joke. Bist gefährlich. Bist übel gefährlich. Ah, bist du gefährlich. Ach, du meine Güte. Holy shit. 260. Das heißt, ich mache 520 Damage damit. Nice. Nice. Dann lohnt sich das Backstab ja jetzt fast schon. Aber nur fast. Hm. Verschiedene Wege. Ich gehe erstmal den da oben lang. Ich glaube, es ist irrelevant. Und hier. Ah, eine Hadronit-Truhe. Schön. Ja, meine Meinung dazu habe ich in der letzten Folge lange genug kundgetan. Recht auch mal. Habe ich dann gleich nochmal über Diablo 3 aufgeregt. Einfach so eine Rundumschelle, so. Einfach, dass alle so ein bisschen was abbekommen. Kannst keinen falschen treffen. Oh, ein Erinnerungsfragment. Also, das Fragment habe ich dabei, aber. Oh, erzähl mir alles. Das Subjekt starb durch einen Fernschuss mit Hochgeschwindigkeit, der das Kranium und die Halswirbel komplett zerfetzt und enormen Schaden im Thoraxbereich verursacht hat. Die ballistische Analyse ergab, dass die C-42-Munition von einem Gelun Ispara kam, abgeschossen durch einen Legionär der Angreifer aus 5200 Meter Entfernung. Was demonstriert, sollte so eine Demonstration überhaupt notwendig sein, wie viel Zerstörungskraft solche Waffen besitzen können. Die graue Substanz, die am Knochen des Hinterkopfes gefunden wurde, die Schan-Abstammung, konnte hier durch verschiedene biologische Anomalien festgestellt werden, erlaubt uns zu sagen, dass der Wirt und der Parasit zur exakt gleichen Zeit gestorben sind. Parasit. Aha. Von den Parasiten erfahren wir jetzt, glaube ich, das erste Mal, oder? Oder? Bin ich unsicher.
Die wenige noch vorhandene graue Masse macht die Wiederherstellung des Objekts unmöglich. Selbst wenn ein limbisches Siphon benutzt würde, das besser als meine Grundausrüstung gefällt wäre. Der Todeszeitpunkt der Astyr Kel Ar-Hagir ist um irgendwas eingetreten. Im Kodex des Schiffes Daggerrand, vierte Dimension der Legion 2, möge Hypnos über seine Seele wachen. Oh, Uoth der Eifrige, Arzt der Genesisten. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir von einem Parasiten erfahren. Das heißt... Oder? Ah, Leute, ich spiele so viele Spiele durcheinander. Das ist so schlimm. Es tut mir so leid. Gab es hier Weltraumparasiten? War das hier mit den Tyranniden in Zerg? Das ist in jedem Game, in jedem Sci-Fi-Game gibt es immer irgendeine Spezies. Oh, wir sind Käfer, wir befallen die Planeten, wir sind ein Schwarmbewusstsein, wir zerstören den Planeten, indem wir ihm die Lebensenergie, die Nahrungsenergie oder insgesamt einfach die Substanz entziehen. Oh, wir sind die Tyranniden und die Zerg. Oh, sind wir böse und mächtig. Oh, wir sind eigentlich gar nicht böse, weil wir sind nur ein Schwarmbewusstsein, gelenkt vom Überlebensinstinkt. Das heißt, gut und böse implied hier gar nicht. Aber ich reg mich schon wieder über Sachen auf, über die man sich gar nicht aufregen sollte. Fakt ist, ich habe keine Ahnung, ob ich schon mal von Parasiten hier gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich gerade Bluefire und das hier vermische. Oder nicht. Sag mal, ich muss doch jetzt mal beim Tempel sein. Das muss doch... Der Tempel ist da drüben. Hier ist kein Tempel. Hier ist nur nichts. Meinen die das Ding da oben? Aber das ist ja auch nicht... Das könnte allerdings sein, ne? Laut Karte kann das durchaus sein. Okay, gehen wir mal da hoch. Ah, das ist so weit weg. Oder ich nehme das da. Die Ruine hier direkt neben mir. Jopp, das sieht schon wahrscheinlich aus. Da oben ist auch so eine Schwebeplattform, das heißt, da kann man wieder Shortcuts freischalten. Ich habe Angst, dass mich irgendwas aus dem Wald angreift. Ich denke da an diese riesigen Bären, Runenbären aus Elden Ring, die mich ja in meinem Schlaf noch heimsuchen. Da drin ist auf jeden Fall irgendwas am Leben. Wahrscheinlich gesteuert durch den Parasiten. Komm ich da hoch? Ich meine, ihr werdet mir bestimmt in den Kommentaren sagen können, ob ich von den Parasiten schon gewusst habe oder nicht. Ui! Ist okay, alles cool. Alles cool, bam, tot, fertig. Der hat keine Ahnung, der weiß nicht, der weiß nicht, der weiß. Aber ist egal, der kann nichts dagegen tun. Nix kann er tun. Hallo. Is anyone up? Oh God! Was haben wir hier? Raffiniertes Ätherfragment. Ich meine, das ist jetzt einfach nur so ein kleines Mini-Labyrinth, ne? So wirklich... Viel erwarte ich jetzt hier nicht, aber es muss... Irgendwo muss der Tempel von Sitra sein. Der Sitra. Sitra ist keine Person, das sind mehrere Leute, glaube ich. Schätze ich. Außer Sitra ist eine Frau. Dann wäre Tempel der Sitra schon richtig. Woo! Im Englischen ist das alles leichter. Wobei, da wäre es Temple of Sitra. Da könnte es sowohl Einzahl als auch Mehrzahl sein. Ah, ich habe keine Ahnung. Wir werden es schon rausfinden. Oder halt nicht. Ich bin hier zum Lenken da. Ihr seid zum Denken da. So. Sage ich in jedem Souls-like. Versteht ihr nämlich eh alle nicht. Und das ist... Hadronit! Ich wusste es. Was haben wir hier? Lebensfragmente? Aber... Erneut bin ich nicht am richtigen Ort. Und ich will ja eigentlich... Da oben hin. Ist gut, dass ich einfach hier drüber springen kann. Jetzt gut, dass ich die Hälfte des Spiels skippen kann, weil ich irgendwo drüber springen kann. Hi! Du willst mich ja mal ausnahmsweise nicht umbringen. Du bist 8 Bhakti, hi! Na, meine Süße? Schön, dich wieder zu sehen. Wie geht es dir auf deinen Reisen? Ich bin immer beeindruckt, wie viel Limbus-Essenz du dabei hast. Gib mir welche. Sorry, aber du hast halt nur Müll. Moment.
Was ist, wenn die mir was anderes sagt, wenn ich ihre Sachen aufkaufe? Ich habe genug dafür. Ich habe nicht genug dafür. Tja, dann wohl nicht. So, Shortcut aktiviert. Hui. Oh. Da kann ich hinreisen. Keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Da kann ich hinreisen. Keine Ahnung, wo ich rauskomme. Hier kann ich nicht hinreisen. Das ist wahrscheinlich... Das ist der Tempel der Sitra. Definitiv, weil der sieht nämlich exakt so aus wie die anderen Tempel, wo wir die anderen zwei Kerne her haben. Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Gibt es hier Fall Damage? Ich glaube, es gab keinen Fall Damage. Ist dem nicht so? Dem ist, glaube ich, so. Ich setze mich mal da drauf. Und dann 1, 2, 3! Oh Gott! Alles cool. Guten Tag, die Herren. Hi, ich bin nur die Putzfrau. Alles cool. Ah! Ich bin die Putzfrau. Ich mache alles sauber. Alles cool. Deswegen sind die ganzen Ruinen auch so super blitzeblank weiß. Als ich angefangen habe zu putzen, waren die schwarz. Voller Ruß und Dreck. Holy Jesus. Nein, ich bin nicht das Board. Ich will mich heilen. Heilt das eigentlich prozentual oder heilt das einen festen Betrag an HP, unsere Katalysatoren? Weg. Brauche ich irgendwas hovern? Ach, das ist das Ding. Das super helle Teil. Da hätten sie wieder so Kristallbäume, da müssen wir auch mal noch hin. Ach ja, also die, wie gesagt, die Open World an sich ist wunderschön. Macht auch Spaß zu erkunden. Nur die Belohnung fürs Erkunden ist manchmal ein bisschen... wenig überraschend, sag ich mal. Oh. Metroid. Die Musik. Gut, das hat sie Flöte. Jetzt ist es keine Metroid. Oh, Musik mehr. Dafür fehlt der Synthesizer. Soll ich hier lang? Ich meine, hier ist Licht, also. Klassisches Game Design. Machst einen dunklen Pfad. Wo aus irgendeiner Richtung Licht kommt. Und der Spieler wird automatisch zur Lichtquelle gehen, einfach weil es in unseren Urinstinkten verankert ist. Weil wir uns in der Dunkelheit nicht wohlfühlen und deswegen... Komm her, Floki! Und deswegen, lieber ins Licht gehen. Like a moth. Fluttering towards a flame. Vario Nox. Gut. Hallo, Floki. Ich wollte eigentlich, dass du in dein Nest gehst und jetzt nicht mein Mikrofon verschiebst und auch nicht vor dem Monitor stehst. Komm, geh mal in deine Maus rein, hier. Jetzt habe ich beide Katzen wild gemacht, das ist natürlich auch schlau. Oh. Du bist schmusig, ne? Du willst gar nicht schlafen. Na gut, komm her. Oh, Moment, geht gleich weiter, Leute, geht gleich weiter. Aber Kader hat immer Vorrang. Einfach, weil er mich sonst eh nicht in Ruhe lässt. Jetzt liegt er mit seinem Kopf auf meinem Fuß, cool. Und hat seinen Arsch hochgestreckt zu mir. Ja, du bist ein braver. Meistens außer nachts, wenn wir schlafen wollen und du neben dem Bett stehst. Miau! Miau! Ausgeschrieben. Ja, dich meine ich. Für solche Momente bräuchte ich eine Webcam. Hey, ich habe einen Donation-Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr donaten, dann kaufe ich mir eine Webcam. Dann können wir Katzencam machen. Dann kann ich meine Füße zeigen und meine Katzen. Ist das nicht geil? Und meinen Schritt gibt's gratis obendrauf, weil die Katzen immer auf meinem Schritt liegen. Und der krallt sich gerade meine Beine. Ah, Liebe kann so schön sein. Strahlendes Ätherfragment. Oi, oi, oi. Was ist los? Entscheid dich mal, wie du dich hinlegen willst. Ich will noch hier kurz hinter die Statue gucken. Okay, die Statue ist einfach nur ein Felsen. Aber das letzte Mal war hier... Was? Das letzte Mal war hier eine Truhe. Nein, diesmal nicht. Okay. Gut. Legen wir uns mit dem nächsten... Was ist denn hier? Oh, ich glaube, ich weiß, was hier ist. Ich glaube, das ist... Ich glaube, die haben da die Hitbox nicht geändert. Das ist wahrscheinlich die gleiche Statue, die bei dem anderen stand. Nur, dass die hier visuell zerstört ist. Aber die Hitbox haben sie nicht angepasst, weil sie dafür keine Zeit hatten vielleicht. Keine Ahnung. Und deswegen kann ich da nicht richtig hier vorbei. Yay! Bossfight time! Na, Floki, hast du Bock auf einen Bossfight? Hm? Bock auf einen Bossfight? Ja?
Hast du große Äuglein? Oh. Ich werde der deutsche Day 9. Nur, dass der halt hauptsächlich Strategiespiele und. Ich meine, mittlerweile kann er alles spielen, was er will. Aber. Ich spiele halt Metroidvanias und hab Katzen. Yay! Und Souls-likes. Ey! So, Zeit, jemanden zu ermorden. Let's go, baby! Yesod, der Wächter im Mondlicht. Wow! Wow! Was? Was? Was passiert hier? Upgrade. Nice. 228. What? Nun. Das ging schnell, Floki, ne? Ja, du bist ein Lappen. Cool. Danke. Oh, du bist so flauschig. Ich kann mich jetzt ganz leicht ablenken lassen. Heute ist echt schlimm. Okay. Wir wissen also, wir dürfen uns nicht töten lassen. Dabei habe ich schon mehr HP geskillt. Let's go! Au. Wir machen ungefähr 10 Schaden mehr mit dem... Au. Mit dem Enchantment. Was jetzt nicht unbedingt sehr geil ist. Nein, 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 nein. So, heilen. Der ist fast down. Fast down, sag ich. Oh, stop! Doppelt heilen. Maximale HP. Jetzt hört doch mal auf mich zu schießen. Oh oh. Nochmal heilen. Ui, 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 ui. Okay, alles wunderbar. Ja, wundergeil. Nice. Ich. Oh, ui, wei. Oh Gott. Nein. What do you mean? Kill ihn! Nice. Gravity als Achievement erhalten. Als Errungenschaft. Als Erfolg. Als Trophäe. Wir haben einen weiteren Wächter erschlagen und kriegen unseren dritten Kern. Ah! Ah ja, stimmt. Erstmal gibt's Lore. Lore. Lorelei! Das ist aber das gleiche, was wir immer bekommen haben. Ja, da steht nichts anderes drinnen. Das letzte Protokoll der Netzwerksicherheit, Code, bla bla bla, ist ein Protokoll, das mit einem Netzwerk, das kennen wir auch schon, das war das letzte Mal auch schon da, das heißt wahrscheinlich beim ersten Mal auch. Sobald es aktiv ist und zumindest ein funktionsfähiger Server-Monolith in der physischen Realität vorhanden geblieben ist, muss sich das Netzwerk sofort restrukturieren und eine alternative virtuelle Realität auf der Basis der universellen Standardparameter generieren. Heißt das, wir sind in VR? Die Simulation muss für jedes Bewusstsein angepasst werden, das durch die limbische Wiedereinsetzung digitalisiert wurde. Sofortige Wiederherstellung der Administratoren als Demiurgen Netzwerkentitäten. Wiederherstellung der Astür als Netzwerkentitäten nur nach Bestätigung der Administratoren. Priorisierung durch das LE-Klassifizierungssystem bestimmt. Heißt das, wir sind in VR? Und jeder, der mal an so einem... Also jeder Bürger musste sich dann wahrscheinlich in dem limbischen System registrieren. Jetzt haben wir natürlich eine neue Waffe gefunden, das sagt ja. Dolch des Radamantis. Trotz ihrer unsäglichen Zerstörungskraft sind die Kardinalschwerter anstatt von Waffen eher als Schlüssel für den Zugang zu den tiefsten Netzwerkebenen zu sehen. Achso, ja, natürlich das. Das wissen wir alles schon. Genau, also jeder Bürger wird sich wahrscheinlich registriert haben müssen an so einem limbischen System. Und dadurch hatten sie halt alle Daten, die sie brauchten, um eine virtuelle, realistische Realität zu schaffen. Und ich schätze, die haben sie jetzt wiederhergestellt, nachdem sie die Welt zerstört wurde. Macht das Sinn? Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube... Okay, Moment. Wir haben ja da am Anfang das Herz aus dem Nexus oder Limbus. Wie genau heißt das? Herz des Limbus. Und wir haben den Kern in der Mitte rausgenommen, ja? Wissen wir noch? Und dann ist alles auseinandergefallen und alles ist zerstört worden. Das heißt, das wird wahrscheinlich die virtuelle Realität sein. Und jetzt, wo wir hier sind, ist wahrscheinlich die richtige Realität. Also nicht das hier. Wobei... Es ist schwierig zu sagen. Das könnte halt auch eine Realität sein. Vielleicht gibt es ja auch einfach mehrere Realitäten. Ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf.
Wir wissen, die Welt wurde vernichtet. Die Welt, auf der wir uns befinden. Ich denke, dass das hier die gegenwärtige Realität ist, das, was alles zerstört worden ist, ja? Das ist alles kaputt, ja? Das ist alles im Arsch. Ich meine, da oben ist teilweise manchmal ein Labyrinth. Ich glaube, das Herz des Limbus ist die virtuelle Realität, die wiederhergestellt wurde. Deswegen crumbled auch alles, wenn wir den Hauptcomputer, also diesen Speicherkern in der Mitte rausnehmen. Deswegen wird dann alles zerstört und wir gehen in den Game-Over-Screen. Und ich glaube, alles, was außerhalb dieses Kardinal-Nexus und zwischen dem, also da, wo halt die Open World ist, ich glaube, das alles ist die Realität, wie sie war, während die Welt untergegangen ist. Also, dass es verschiedene Zeitebenen auch noch sind. Keine Ahnung, vielleicht spinne ich mir ja auch irgendeinen Quatsch gerade zusammen, aber irgendwie muss ich ja mal mit dem Plot vorankommen. Herausziehen, ja klar. Durgas Kern. Verwehrter Zugriff, Königskern desynchronisiert. Blablabla. Jo, Dankeschön. Ich werde gar nicht angemeckert von unserem glatzköpfigen Freund. Bestimmt gut, wenn es rot leuchtet, oder? Würde ich eventuell ein anderes Ende bekommen, wenn ich die Schwerter liegen lassen würde? Ah, es ist wirklich verblüffend. Du trägst zwei unbekannte Energiequellen in deinen Taschen, stößt sie aneinander, während du umhertaumelst, und du denkst, es wäre eine gute Idee. Wieso reibst du sie nicht gleich wie zwei Feuersteine aneinander und wartest darauf, was passiert? Du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. De facto trage ich drei. Aus mir wurde eins geklaut. Wo ist es? Wie sehen die Nummer aus? Ja, hier, drei. Sitra, Naue und Durga. Fehlt uns also schlussendlich nur noch eins. Weil ich denke aber, die Kerne sind nicht optional. Die muss man, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube aber, die Schwerter, die da liegen, sind optional. Was bedeuten könnte, dass man ein anderes Ende bekommt, wenn man die Schwerter nicht mitnimmt? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ich weiß nicht mal, ob es mehrere Endings gibt. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich straight up null. Lass mich einfach vor dem Spiel überraschen, das könnte nämlich sowieso wirklich alles passieren. De facto müssen wir jetzt nur versuchen, irgendwie zum nächsten Boss zu kommen und mal zu der Tür dazu kommen. Beziehungsweise wir brauchen halt noch einen der Steine. Ich habe irgendwas im Auge und das nervt mich extrem. Ja, so. Weltkarte konsultieren. Wir sind beim Tempel der Sitra. Ich würde gerne mal nach Kotar gehen. Ich weiß aber nicht, wie ich durch das Gebirge durchkommen soll. Puh, hier gibt's echt eine extrem große Menge an Sachen, die man erkunden kann. Ich kann nicht ranzoomen. Ich kann mit meinem Gesicht näher rangehen. Ich glaube, ich muss durch das Schneegebirge. Kann ich meine Maus? Ja, hier. Ich glaube nämlich, hier ist ein kleiner Durchgang, um nach Kotar zu kommen. Das heißt, wir müssten dementsprechend hier nach oben, dann hier das Gebirge entlang und dann hier über diesen Zugang drüber. Hier könnte allerdings noch was sein. Hier könnte noch was Interessantes sein. Allerdings, weil mir das Spiel nicht sagt, ich soll da hin. Tja, leider muss ich dann davon ausgehen, dass es nur Hadronit ist. Und für Hadronit werde ich nicht die ganze Map erkunden. Hier wird noch irgendwas Großes sein. Naja, wir versuchen auf jeden Fall jetzt erstmal nach Kotar zu kommen. Dafür muss ich jetzt in die exakt andere Richtung. Wunderbar. Also da lang. Komme ich hier irgendwie in das Gebirge, ohne dass ich einen qualvollen Tod sterbe?
Au, gibt doch Fallschaden. Aber scheinbar nicht mit dem Hoverboard. Ne, das ist falsch. Ich muss nach da drüben. Ja, da sehe ich auch was. Guck mal, da ist nämlich mehr als nur der Tod. Ich glaube, ich komme gleich über auf das Gebirge rü. Oh, ich glaube, ich falle gerade. Da muss ich rüber. Ich glaube, ich kann da aber... shit. Kein Damage, nice. Hier mal ein Hoverboard. Nein! Nicht schon wieder, komm her! Gut, Schwester da. Okay. Meint ich überlebt das, wenn ich da runterfahre? Gibt eine Möglichkeit, das rauszufinden? Let's go! Oh, das ist echt extrem tief. Das ist extremst... Nope, das ist nicht richtig. Oi wei, oi wei, oi wei, oi wei. Die Ionen gehen verloren. True. Wir müssen uns also nochmal die Map kurz anschauen. Ich glaube nämlich nicht, dass das richtig war. Ich nix wissen, Straße dunkel. Oh, das ist auch so ein uraltes Meme, ne? Boah, kennt das noch jemand? Ich nix wissen, Straße dunkel. Das fand ich damals lustig. Ich glaube, heute fände ich es, würde ich einfach nur die ganze Zeit getriggert werden, weil es übelst rassistisch ist. Aber hey. Als Kind war er, also damals, als ich ein Kind war, war, ich kann nicht mal mehr reden. Damals, als ich ein Kind war, war Rassismus noch lustig. So. Habe wohl ganze Karrieren darauf aufgebaut. Aber mal im Ernst. Ich muss da, glaube ich, eher irgendwie außen rufen. Ist echt schwierig zu sagen. Ach. Ich glaube... Ich wünschte, ich könnte zoomen. Das ist so störend, dass das nicht geht, ne? Ups. Ich lehne mich jetzt mal vielleicht sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage, alles, was hier so dunkel ist, ist der Tod, ja? Dementsprechend würde ich sagen, muss ich hier lang, darüber, darum, hier die Achterbahn entlang, ja? Dann zum Tempel des Durga und dann nach Devesh und dann nach Kotar. Aber das wäre halt auch irgendwie weird. Alternativ wäre es halt auch sinnvoll, hier einfach durchzugehen. Vielleicht ist das das Sinnigste. Weiß nicht, müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie was finde. So, jetzt mal gucken. So, ist richtig. Gut. Hoverboard kann ich hier nicht benutzen. Schönes Ding. Aber ich meine, das sieht schon aus, als könnte ich da von hier irgendwie hin. Ich muss halt nur rausfinden, wie. Wieso darf ich mein Dingens nicht benutzen? Darf ich das hier benutzen? Ah, wunderbar. Nämlich ein bisschen wie bei Disneys Schatzplanet. Mit dem Teil. Da hatte ich auch ein PlayStation 1 Game. Ist das Wasser? Nee. Aha! Ein Weg! Direkt in den See. Klatsch, tot. Ist Schnee. Ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Was ist das denn? Da leuchtet's. Huch. Ist das ein anderes Areal? Zu Tesseract. Das könnte richtig sein. Leute, da gehen wir rein. Direkt in der nächsten Folge. Ciao.